Nennen Sie Vor- und Nachteile des Dokumenteninkassos für den Exporteur. Für den Exporteur. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Ablauf des Dokumenteninkassos klar ist. Sonst würde ich empfehlen, hier sich die entsprechenden Videos anzuschauen. Hier geht es jetzt um Vor- und Nachteile. Nehmen wir mal zunächst die Vorteile für den Exporteur, wohlgemerkt. Vorteile für den Exporteur. Ein Vorteil ist, der Importeur Importeur. Warum quetscht der mal ein R dazwischen? Der Importeur erhält die Dokumente für die Ware erst, nachdem er die Ware bezahlt hat. Ja, wenn Sie das in einer Prüfung gefragt werden, dann schreiben Sie das auch brav so hin. Ich will Ihnen aber gleich sagen, so stimmt das in der Praxis nicht. Ja, so ist es in der Theorie und in den Lehrbüchern steht das auch immer sehr schön. Aber der Importeur wird den Teufel tun, einfach nur, wenn er die Dokumente dann von seiner Bank erhält, sofort die Zahlung freizugeben, sondern er wird alle Möglichkeiten nutzen, die Ware zu prüfen. Und wenn er im Hafen jemanden besticht oder was immer, ja, wir müssen ja davon ausgehen, dass wir auch hier mit anderen Kulturen zu tun haben, wo die Vorgehensweise auch durchaus anders ist. Ja, das schreibt man so hin. Ja, das ist so der theoretische Ablauf. In der Praxis stimmt das so nicht. Und der zweite Vorteil ist, zahlt der Importeur nicht, dann bleibt der Exporteur, ich kürze mal ab, Eigentümer der Ware. So, und Sie sehen schon, diese beiden Vorteile sind ein bisschen geschunden. Ja, also das ist so ein bisschen hier. Wie soll man sagen, rausgeschunden, um da was hinzuschreiben. Manchmal sind aber die Prüfungsfragen leider so, dass man auch auf der Vorteilsseite was schreiben muss, denn das Dokumenteninkasso ist für den Exporteur ganz und gar nicht vorteilhaft. Ja, wenn wir hier die Vorteile uns anschauen, können wir direkt den Nachteil ableiten. Wenn der Importeur nicht zahlt, bleibt der Exporteur Eigentümer. Ja, sehr schön für ihn, aber der hat jetzt irgendwo im Ausland Ware und muss jetzt sehen, wie er die Ware anderweitig verwertet, ja, das ist schon wieder ein großer Nachteil. Schauen wir uns also die Nachteile an. Die Situation des Exporteurs ist schlecht, wenn der Importeur die Zahlung verweigert. Ja, das habe ich gerade schon angedeutet. Dann ist der Exporteur zwar Eigentümer der Ware, ja toll, aber hat irgendwo da Tausende von Kilometern entfernt Container rumstehen mit irgendwas, was vielleicht schlecht wird und muss jetzt sehen, wie er das verwertet. Ja, also wie gesagt, Dokumenteninkasso ist für den Exporteur die schlechtere Variante. Da nimmt man das Dokumentenakkreditiv. Und damit kann man schon den Schluss ziehen, was ich gerade gesagt habe. Ich schreibe es nochmal hin. Dokumenten Inkasso ist schlecht für Exporteur und ist gut für den Importeur. Ja, weil er eben die vielen Gestaltungsmöglichkeiten hat, die Ware eben doch zu prüfen, eher die Zahlung freigibt. Und für den Exporteur ist es extrem schlecht, wenn der Importeur die Zahlung verweigert. Okay, wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.
Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.